Hallo, welcome to my Vlog. Heute gibt es einen ganzen Vlog zum Thema Ausrüstung. Richtig geil, also alles, was für euch Gear Geeks und Leute wie mich mal wirklich spannend ist. Und ja, ich habe natürlich Tonnen an Ausrüstung in diversen Orten, aber ein Großteil liegt in meiner Garage, konzentriert hier vor allen Dingen auf zwei, drei Regale. Ich gehe immer so vor. Ich wähle hier grob aus, was ich glaube, was ich mitnehmen muss und sortiere das dann fein in meinem Zimmer. Und genau das tue ich auch jetzt. So. Das kann ich mir vorstellen, dass das Zeug mit muss nach Nepal. Der Kocher. Wie heißt das? Lieber riskieren, alles runterzuschmeißen, anstatt einmal doppelt zu gehen oder so ähnlich. Also ich gehöre auf jeden Fall immer zu den Leuten, die doppelt gehen, anstatt zu riskieren, dass was runterfällt. Sehr wertvolle Ausrüstung. Winter-Expeditionsprojekt, ziemlich kalt wird's. Wir müssen uns selbst verpflegen über gute 3 Wochen, glaube ich. Das heißt, wir müssen es selbst tragen, wir schlafen in Zelten. Und ja, für alle, die sich ein bisschen auskennen, die wissen schon, es ist maximal aufwendig hinsichtlich Ausrüstung. Heute erzähle ich ein bisschen was über, wie regel ich das mit meiner Ausrüstung. Ihr habt es eben gesehen, ich habe in der Garage ein Lager, ich habe hier in meinem Arbeitszimmer ein Lager, ich habe im ganzen Haus irgendwie 1000 kleine Lager. Es gibt Sachen, die lagere ich nicht in der Garage, das sind zum Beispiel die Down-Schlafsäcke. Da habe ich 2 Stück, da muss ich mir noch überlegen, welchen nehme ich mit. Oder halt eben irgendwie Isolationsbekleidung, Down-Bekleidung, die lagere ich auch nicht zusammengeknüttelt oder so, sondern die hängen mir einfach, damit sie maximal gut durchlüftet sind und ich immer, ja, sie kann nicht feucht werden oder komprimiert sind. Vor jeder Expedition fange ich sehr, sehr früh an, meine Sachen das erste Mal zu packen und dann liegen sie ungefähr 3, 4, 5 Wochen in meinem Büro rum und dann verändere ich immer noch Kleinigkeiten. Heute fange ich mal so an mit Stage 1. Das heißt, ich habe mir jetzt irgendwie aus der Garage, aus meinem großen Lager alles rausgeholt, was ich glaube, was irgendwie in Frage kommen würde. Und das dünne ich jetzt ein bisschen aus und packe es zusammen. Dahingehend kann ich mitnehmen oder nehme ich doch nicht mit. Gut. Ich bin mir sehr sicher mit dem Zelt, das muss ich gar nicht auspacken. Sowas kontrolliere ich 2-mal im Jahr. Im Sommer baue ich es immer einmal auf bei trockenem Wetter, mache es sauber und packe es dann ordentlich zusammengelegt weg. Insofern weiß ich, das Zelt kommt aus meinem Lager, das ist vollständig, das ist überprüft, alle Reißverschlüsse sind heil, alle Nähte sind heil. Es ist einfach super bewährt, das hatte ich die letzten beiden Touren auch mit. Hier werden wir mit 4 Leuten drin schlafen können. Das ist das Keron GT4. 3 Sherpa und ich. Das kommt auf jeden Fall mit. Der steht auch schon ganz praktisch hier. Das ist mein kleiner Kocher. Primus Light. Den hatte ich letztes Mal auch mit. Der ist super geil, weil er schnell und energieeffizient ist. Und wir werden hauptsächlich von Dry Food leben und heißem Wasser. Das kann man hiermit sehr energiesparsam machen. Ich habe meinen Thermosbecher mit. Der passt da nämlich auch rein. 1,5 Liter, Snowpeak, Titan, super leicht. Und den Gasbrenner, der passt ja auch rein. Insofern habe ich alles zusammen in dieser kleinen Kiste. Die kommt auf jeden Fall mit. Spannend wird's, ich habe es angesprochen, spannend wird's mit dem Essen. Essen ist ein verdammt wichtiges Thema. Wir können keine schweren Vorräte mitnehmen und deswegen werden wir uns über den Teil, wo wir absolut abseits jeglicher Infrastruktur sind, glaube ich, nahezu ausschließlich von Trockenessen ernähren. Ich nehme dazu immer Essen von Track and Eat.
mit. Ich habe noch diverse Sorten über und muss das jetzt mal durchgucken, weil bei mir hat sich eine Sache ziemlich geändert in den letzten Jahren, und zwar bin ich zum Vegetarier geworden. Und deswegen würde ich mal sortieren, dass ich nur vegetarisch für mich einstecke und Fleisch gebe ich vielleicht den Jungs ab. Ich mache einfach zwei Haufen. Ich habe doch noch einige Mahlzeiten. Hiervon brauche ich erstmal nichts. Das sind Kocher und Gasgeräte. Wir verwenden im Winter nur Gaskocher mit Wintergas. Das kriegt man mittlerweile auch in Nepal. Und auch das hier, das sind, was sind das? Das sind Kohlenhydrate. Ich glaube, die nehme ich nicht extra mit. Getränkepulver für den Leistungs- und Hochleistungssportler. Doch, das muss ich mitnehmen. Nehme ich auch mit. Und Mikropur. Wassertabletten, ich glaube, ich brauche sie nicht. Nehme ich nicht mit. Ich mache mir einfach mal zwei Beutel. Und sowas muss ich dann in meinen Rucksack packen. Ne? Und das sind mal schnell, keine Ahnung, 3 Kilo. Ich überlege, das ist zum Beispiel jetzt ein Posten, wo ich noch nicht weiß, ob ich den mitnehme. Das sind Schneeheringe fürs Zelt. Wenn wir Schnee haben, dann bringen kleine Nägel gar nichts. Die rutschen sofort wieder raus. Nur müssen wir die auch mitschleppen und es summiert sich halt alles zusammen. Und ich glaube, wir haben nur ein Zelt, wir sind 4 Leute. Wir werden auch genügend Trekkingstöcke haben und wir haben mit Sicherheit 1 bis 2 Eisachsen dabei. Das heißt, wir kommen, glaube ich, auch ohne extra Schneeheringe aus. Das heißt, die lasse ich auch erstmal hier. Super wichtig und von mir schon irgendwie in den letzten Jahren empfohlen, auch, glaube ich, schon bei Globetrotter empfohlen. Ich habe so eine geile Kombination aus 2 Isomatten. Ich bin ja ein langer Lulatsch. Und deswegen überrage ich die meisten Isomatten. Und deswegen habe ich dieses Ding, super groß, aber super dünn, was nämlich auch zusätzlich ein total schöner Schutz ist für irgendwelche ekligen, gammeligen, vollgewichsten Matratzen in irgendwelchen Hotels und Lodges. Die lege ich mir da drüber und im Zelt obendrauf kommt dann der aufblasbare Thermarest. Nehme ich mir auch wieder mit. So. Oder so rum. Ich mache hier jetzt eh mal ein bisschen Platz. Spannend ist mit Sicherheit auch noch Gear, die wir fürs Klettern brauchen. Hier ist Leichtigkeit auf jeden Fall absolut ausschlaggebend. Ich habe das auch schon für mich zusammengepackt. Ich nehme ein Set mit, was mir eine Basissicherheit gibt, wenn wir als Seilschaft auf der Hochtour auf dem Gletscher unterwegs sind. Ich habe einen kleinen leichten Gurt von Edelried. Ich habe eine Eisschraube und sehr leichte Steigeisen, ebenfalls von Edelried. Die muss ich im Übrigen nochmal an meine Schuhe anprobieren. Deswegen ist das ganz gut, wenn ich sowas nämlich jetzt tatsächlich rauslege. Ja, und dann einfach nur ein paar Karabiner, ein 8er, ein Tube und halt eben eine Eisschraube. Mehr nehme ich gar nicht mit. Ich nehme auf jeden Fall Trekkingstöcke mit, weil ich sie brauchen werde. Ich habe hier 2 sehr schöne von Leki. Strong. Mir sind nämlich schon diverse Trekkingstöcke gebrochen. Und da ist es für mich zum Beispiel irgendwie nicht wichtig,
20 Gramm zu sperren. Hier will ich einfach stabile Stöcke haben, die mir nicht brechen, auch wenn ich sie im komischen Winkel irgendwo verkeile. Deswegen nehme ich hier immer einfach, gehe ich nach Stabilität und nicht nach Gewicht. Definitiv brauchen wir Schneeteller, und zwar auch nicht nur einen, sondern mehrere. Ich sehe hier gerade nur einen. Ja, hier ist noch ein anderer. Aber auch zwei sind zu wenig, weil sowas geht gerne mal verloren. Das heißt, ich muss gucken, dass ich Ersatzschneeteller mitnehme. Und das werde ich dann gleich mal tun. So, ich drapiere das hier alles mal aufs Sofa. Hochtouren hier. Steigeisen. Wo ich ein totales Luxusbaby bin, ist Kopfkissen. Ich nehme mir immer dieses Kopfkissen mit. Weil es einfach irgendwie für mich diese 100 Gramm Unterschied, dass man liegt so viel Zeit im Zelt und die sind es mir einfach wert. Da nehme ich lieber einen guten Schlaf in Kauf und trage ein bisschen mehr, als dass ich schlecht schlafe und dafür 100 Gramm spare. Mit Sicherheit kein Must, aber für mich irgendwie essentiell und hält sich auch schon ewig. Auch von Globetrotter, auch vor Jahren gekauft, war auch schon überall. Hält sich einfach, voll geil. Nehme ich übrigens auch eine Geschäftsreise ins Hotel mit, weil ich manchmal auch diese Hotelkopfkissen total scheiße finde, die man kriegt. Ja, ein großes, großes Thema, ich habe es angesprochen, sind die Schlafsäcke. Ich habe hier zwei total unterschiedliche Schlafsäcke. Das sind beides Firmen, die weltweit zu den eigentlich die besten Firmen sind für Down-Produkte, die es überhaupt gibt. Das ist einmal Western Mountaineering from the California, USA. Und das ist Volandre aus La France. Ja? Leider habe ich hier keine Armgewicht. Dingsbums dran. Ich würde sagen, der hier ist ungefähr genau doppelt so schwer wie der hier. Der hier ist auch ungefähr genau doppelt so warm wie der hier. Ich fahre im Winter in Himalaya auf dem Gletscher in der Höhe von 5.500 bis 6.000 Metern. Man kann davon ausgehen, es wird sehr, sehr kalt draußen. Eigentlich müsste ich den hier mitnehmen. Aber ich glaube, ich nehme den leichteren mit, weil wir diesmal zu viert in einem Zelt sind. Letztes Mal war ich alleine in einem Zelt. Alleine in einem Zelt ist es viel, viel kälter als zu viert. Das heißt, wir wärmen uns gegenseitig. Und ich glaube, dafür genügt der hier. Außerdem habe ich jede Menge dicke Daunenklamotten noch zusätzlich, die ich kaum ausziehen werde. Und somit gehe ich jetzt mit einem Schlafsack, der nur bis minus 5 Grad ist, auf einen Wintertrack in den Himalaya. Aus Gewichtsgründen. Bei diesem Kilo, den spare ich mir. Also in diesem Fall Western Mountaineering, weil ich nicht alleine schlafe. Sobald ich alleine schlafen würde, würde ich den Decken nehmen. Ja, hier ist ungefähr das gleiche wie mit den Schlafsäcken. Ich muss Isolation abwägen gegen Gewicht und gegen Windschutz, und ich werde hier auf jeden Fall wieder mitnehmen meine fette, fette Daunenjacke, einfach weil die sich mega gut bewährt hat. Die ist zwar riesig, aber sie hält warm, und ich habe tatsächlich den gesamten letzten GRT nicht gefroren, und wenn ich am Schlafsack spare, habe ich hier quasi fast einen zweiten Schlafsack, und das Ding ist halt einfach Bombe. Schön lang, geht über die Nieren, Kapuze ist einfach klar. Also die geht auf jeden Fall mit, und die kommt, die kriegt dann einen eigenen Packsack. Den hier, der wiegt nichts, lege ich mir schon mal beiseite, also das Ding kommt mit. Und ja, die ist zu all, die werde ich nicht mitnehmen, zu dünn. Tagsüber bei relativ gutem Wetter hat sich diese Kombination eigentlich total bewährt. Also ein Polartec Power Stretch als Basic Layer über der Wolle.
total gut schweißabführend und irgendwie ganz gut isolierend. Dann diese Terra Move Jacket aus Primaloft Gold, auch super schnell trocknend. Und eine Gore-Tex Hardshell gegen Wind und Witterung. Ich glaube, genau diese Kombination werde ich auch wieder mitnehmen. Das sind also alles drei bewährte Dinge. Ich bin lange am Überlegen gewesen, ob ich dieses Mal zu einer 3-Lagen Gore-Tex-Hose greifen soll, weil wir halt über einen Gletscher durch den Schnee gehen. Ich will es aber nicht tun, weil sie mir zu schwer ist. Und ich glaube, ich müsste sie für vielleicht einen Tag, wo ich sie wirklich brauche, 14 durch die Gegend schleppen. Dann verzichte ich drauf und trage lieber 15 Tage lang am Stück diese eine Hose und nehme keine zweite mit. Das ist die Tierra Ace, das ist ein ziemlicher Klassiker. Eher dickere, stabile Hardshell-Hose. Ich werde mir allerdings die Hosenträger hier ranbauen, weil ich normalerweise auf so einer Expedition relativ rasch Körperumfang verliere. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann fangen die Hosen an zu rutschen und da sind Hosenträger echt ziemlich praktisch. Und es gibt diese nicht sonderlich stabile, aber dafür super leichte Downhose von Raab. Und ich glaube, auf die fällt meine Wahl, weil die ist leicht und kompakt und warm. Und die kann ich im Zelt anziehen, die kann ich abends anziehen. Ich denke, die nehme ich mit. Damit habe ich so ungefähr alle Bekleidung, die ich brauche. Gut, machen wir weiter. Könnt ihr überhaupt noch? Also ich kann noch. Ich kann mich immer hier munter reden, wenn es um Ausrüstung geht. Es ist irgendwie so, ja, entweder man ist Ausrüstungsgeek oder man ist es nicht. Ich bin das volle Kanne und deswegen kann ich ohne Ende drüber labern. Und ich guck mal, was in dieser Kiste ist. Das ist einfach, hier steht ja auch drauf, Hannes. Ich glaube, das ist so eine Kiste, wo ich diversen Kleinkram drin habe. Man sieht, ich verpacke das alles relativ staub- und wasserdicht, einfach damit sich das Jahr über lagert. Ich packe das auch immer locker und auch nur gut gewaschen und getrocknet. Also nie feuchte Sachen, nie dreckige Sachen. Und ja, ich sehe schon, ich habe hier diversen Kleinkram drin. Hier sind zum Beispiel die besagten Schneeteller. Da nehme ich mir auf jeden Fall welche zum Ersatz mit. Ganz wichtig auch Daunensocken. Ja, die brauchen wir, die sind gut. Beziehungsweise es ist kein Daunen, es ist Primaloft. Das hat sogar noch den Vorteil, dass sie, wenn sie nass werden, wieder trocknen und nicht klumpen. Die nehme ich auf jeden Fall mit, erst recht, wenn ich einen dünnen Schlafsack habe. Eine Gletscherbrille. Ihr wisst ja, ich bin oldschool, deswegen habe ich mich auch hier für oldschool-Modell entschieden. Ist aber stylisch, ne? Also passt zu mir. Bin sehr zufrieden. Ich sehe nur jetzt nichts hier, es ist sehr dunkel. Die nehme ich mit. Die war auch schon auf den ersten beiden Expeditionen dabei. Und Handtuch weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ein Handtuch lasse ich diesmal hier. Ich glaube, ich werde mich nicht waschen. Und für das Gewicht der Handtücher nehme ich stattdessen lieber noch ein zweites Paar Schneeteller mit. Und vielleicht sogar noch ein drittes. Prioritäten muss man setzen. Definitiv nehme ich meine geile Tierra Power Stretch Legging. Die ist nämlich richtig schön warm und richtig schön gemütlich. Und ja, die werde ich glaube ich einmal anziehen und danach lange nicht wieder ausziehen. Die kommt mit. Bei den Socken weiß ich es noch nicht. Da muss ich noch gucken. Da weiß ich nicht, da habe ich zu viele von. Da weiß ich noch nicht, welchen ich mitnehme. Und ja, solche Handschuhe, solche Klapphandschuhe. Die nehme ich tatsächlich mit, die sind nämlich ganz gut zu in 80-90% der Fälle, wo es nicht so richtig kalt ist. Sie wärmen ganz gut, aber man hat auch schnell seine Hände irgendwie frei für
Kamera und sonstige Kleinigkeiten, die nehme ich auf jeden Fall mit, die haben sich bewährt. Ja, was Unterwäsche angeht, ich stehe total auf Wolle. Also ich bin überhaupt kein Synthetik-Fan. Auch wenn Synthetik mal schneller trocknet, tut sie. Ja, aber das stinkt wie Hölle. Und Wolle trägt sich einfach angenehm auf der Haut, isoliert gut, auch nass. Und auch das ist ein Teil von Devold, was ich vor 2 Jahren schon dabei hatte. Das nehme ich wieder mit. Kommt auf jeden Fall mit. Ja, so ziemlich speziell fürs Winter Himalaya-Business ist das hier. Ich weiß nicht, Franzi, hast du eine Ahnung wozu? Nee. Piep-Piep-Box. Echt? Piep-Piep-Box. Oh, Piep-Piep-Box. Weil, wenn du einmal in deinem Schlafsack drin bist, nachts und erst rechts, links und rechts sitzen noch 3 Sherpa-Freunde und was weiß ich nicht alles, dann alles wieder anziehen, Schuhe anziehen, raus in die Kälte zum Pipi machen? Nein. Denn lieber so eine kleine Flasche mit im Bett. Die funktioniert dann auch wunderbar als Wärmflasche, friert auch nicht, solange man sie im Schlafsack lässt. Und morgens schüttelt man sie einfach weg. Weiß ich noch nicht, ob ich sie mitnehme, aber ich packe sie mir erstmal zur Seite. Das ist auch wieder so ein Gegenstand, wo ich erst zuletzt entscheide, ob ich ihn mitnehme. Gleiches gilt auch für Gamaschen. Ich habe hier sehr leichte Gamaschen von VD. Kommt so ein bisschen drauf an, für welche Hose und welche Schuhe ich mich entscheide. Aber ehrlich gesagt, ich weiß schon, welche Schuhe ich nehme. Und die Schuhe haben eine Gamasche. Und Franzi, wenn du magst, kannst du einmal mit reinkommen, weil meine Schuhe stehen da oben. Vollständig? Ja. Ah ja. Ich nehme definitiv wieder ein Skatpaar Phantom 6000 mit. Ja, isolierte Hochgebirgsschuhe mit einem separaten Innenschuh. Die haben sich einfach beim letzten Mal mega gut bewährt. Man hat einen Hausschuh direkt dabei. Und man kann, sie sehen nicht so aus, man kann mit ihnen aber auch wirklich weite Strecken wandern. Und insofern, der Schuh war perfekt, hat sich bewährt. Nehme ich wieder mit und er hat eben eine integrierte Gamasche, deswegen ich die Gamaschen dann doch nicht brauche. Also das kommt mit. Zack, zack, zack. Ich kram hier nochmal weiter die Kiste durch, aber ich glaube, so viel Highlights sind hier gerade gar nicht, wenn ich es richtig sehe. Ja, was immer eine Überlegung wert ist, ist, ob man sich noch ein Seideninlet mitnimmt. Erhöht schon die Wärmefähigkeit deines Schlafsacks und ist auch, wenn wir uns da 3 Wochen nicht waschen, auch irgendwie schöner für den Daunenschlafsack, als wenn er die ganze Peke irgendwie eingerieben kriegt. Ich habe euch meine dünnen Handschuhe ja schon gezeigt. Nur wenn es halt richtig, richtig kalt wird, bringen so Fließhandschuhe nichts. Deswegen habe ich Fäustlinge. Das sind Spezialfäustlinge mit einem integrierten Innenhandschuh. Und mit diesem Handschuh kann man auch Smartphone-Oberflächen bedienen, was ziemlich gut ist. Und ja, den werde ich mitnehmen. Ich glaube, ich habe den schon länger, ich habe den aber selber noch nie getestet. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich den Martin ausgeliehen, deswegen auch die grünen Benzel hat. Und sonst bin ich ja eher rot, wie man an vielleicht anderen Teilen schon gesehen hat. Das ist übrigens auch ganz wichtig, wenn man auf Expedition fährt und mehrere Leute haben die gleichen Sachen. Und letztes Jahr war zum Beispiel Martin mit, der ist genauso groß wie ich, der hat die gleichen Größen, der hat die gleichen Hosen und so weiter. Wir haben uns mit Tape, mit farbigem Tape, unsere Klamotten markiert und unsere Ausrüstung markiert. Und so hat man dann überhaupt keine Verwechslung mehr. Also rot bin ich, grün war Martin, das muss ich nochmal umlabeln dieses Jahr. Ich denke, ich nehme diese Dinger mit. Ja, jetzt ist für mich eigentlich fast alles offen. Es gibt dann noch so Sachen, die kriegt man nicht gesponsert. Die hat man irgendwann mal
gekauft oder gekriegt und finde sie einfach so geil, dass man sie unbedingt mitnehmen will, auch wenn so Potten hässlich sind. Und das ist zum Beispiel bei mir hier dieser Power Stretch Pulli, den ich mal zum Fassadenstreichen benutzt habe auch. Der ist halt einfach warm und irgendwie bequem und trocknet schnell. Und es ist, außer dass er viele Farbflecken hat, auch nichts falsch dran. Ich glaube, den nehme ich mit. Und ja, komme, was da wolle. Ich glaube, den nehme ich mit. Der ist gut. Ja.